Die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger unterhält auf Sylt zwei Stationen mit List die nördlichste Deutschlands. Dort sichert die Pedalyng das westliche Nordseegebiet. In Hörnum ist die Horstheiner Kneten stationiert, zuständig für den östlichen Nordseebereich. Seit der Gründung der DGZRS vor 154 Jahren wurden 85.000 Menschenleben auf der Nord- und Ostsee gerettet. 2018 waren die insgesamt 59 Boote auf Nord- und Ostsee 2156 Mal im Einsatz. 38 Personen wurden aus Seenot gerettet, 318 aus drohender Gefahr. 369 kranke oder verletzte Menschen wurden von Seeschiffen, Inseln oder Halligen gerettet. Hinzu kamen Einsätze, um Hilfeleistungen oder Sicherungsfahrten zu erbringen. Die Besatzungen fahren häufig unter schwierigsten Bedingungen in ihre Einsätze und retten Leben. Finanziert wird die Arbeit der DGZRS allein aus Spenden und Schenkungen.